MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Haxenbayer mit meinen Top 5 Stürmern dieses Jahr in FIFA 13 Ultimate Team. Auf Platz Nummer 5, leider nur auf Platz Nummer 5 bei mir, Mario Balotelli, Team of the Season. Er hat ein sehr gutes Dribbling gehabt, 4 Sterne Skills. Vorm Tor war er wirklich eiskalt, ich glaube 96 Abschluss oder so hat er. Sehr hohe Stärke, gute Longshots und sehr schnell. Warum nur Platz 5? Weil er bei mir manchmal komisch war, ich kann das nicht erklären. Ich habe mich total gefreut auf ihn, aber es hat nicht gereicht für Platz 5, denn ich weiß auch nicht, manchmal war er komisch bei mir. Wie gesagt, deshalb bin ich natürlich ein bisschen enttäuscht, dass er nur auf Platz 5 ist. Aber so ist es halt nun mal, er hat es leider nur auf Platz 5 geschafft bei mir. Platz Nummer 4 ist dann bei mir ein bisschen besser gewesen. Es ist Fernando Torres in Form, mit einem guten Tempo, gutes Dribbling, 4 Sterne Skills, was natürlich auch nicht schlecht ist für einen Stürmer, ein super Abschluss. Solider Kopfball, 78 Kopfball ist nicht schlecht und perfekte Arbeitsraten, hoch nach vorne, wenig nach hinten und für mich war er ein sehr, sehr guter Allround-Stürmer, der alles konnte, bis auf Verteidigen, aber das muss er ja als Stürmer eh nicht können. Er konnte schießen, laufen, dribbeln, Kopfball und ein bisschen passen. Für mich Fernando Torres ein bisschen besser dieses Jahr als Balotelli Team of the Season, schade eigentlich, aber Torres hat sich den Platz auf Platz Nummer 4 verdient. So, auf Platz Nummer 3 haben wir jemanden, den ich schon oft erwähnt habe. Es ist Mayuka de Bazooka mit einem extremen Tempo, mit einem soliden Dribbling. Natürlich, er ist Silber, da kann man nicht viel machen. Er ist solide im Dribbling und er hat deutlich bessere Schüsse als nur 67. Er hat 4 Sterne Skills und 5 Sterne schwacher Fuß. Perfekte Arbeitsraten natürlich, hoch nach vorne, wenig nach hinten. Und er ist einfach extrem überpowered, overpowered, denn man denkt, ja okay, der hat nur Tempo, sonst nichts. Es stimmt zwar, er ist sauschnell gewesen und das war natürlich seine Hauptstärke. Aber seine Schüsse waren irgendwie unglaublich. Das habe ich nie verstehen können, warum er so gut ist in diesem Spiel. Und für mich bleibt der Mayuka de Bazooka. So, Platz Nummer 2 und 1, wie schwer ist das denn bitte? Auf Platz Nummer 2, Lionel Messi, der beste Spieler der Welt. Extrem schnell, sehr, sehr gutes Dribbling, 96 Dribbling, Leute. Gute Pässe und Flanken. 4 Sterne Skills, natürlich ist er extrem beweglich mit seinem Dribbling und mit seiner Körpergröße, gute Longshots, sehr guter Abschluss, mit ihm konnte man sehr oft einfach abziehen, egal aus welcher Position der Ball ging rein, oder sagen wir es mal so, oft ging er rein, natürlich nicht immer, und eine enge Ballführung hat er gehabt, was ihn auch, wenn er dann mal durch war, den Vorteil verschafft hat. Die Verteidiger kamen nicht mehr hinterher, wenn sie dran geklebt haben, haben sie ihn ab und zu mal getrennt, aber durch seine enge Ballführung konnte er sich auch mal durchschlängeln. Messi, ein Top-Stürmer dieses Jahr gewesen, für mich persönlich. Platz Nummer 1, Ibrahimovic. Ja, unglaublich. Der beste Stürmer, den ich in FIFA 13 benutzt habe, mit gutem Tempo, sehr großer Spieler, extrem stark, mit einem super, sehr guten Abschluss, sehr gutes Dribbling und natürlich 5 Sterne Skills. Das macht ihn so wertvoll, das macht ihn so stark. Sehr gute Volleys und ein solides Kopfballspiel. Mit 1,95, da muss er nicht viel springen können. Er hat leider keinen Top-Kopfball gehabt, aber solide. Und die Tatsache, dass er groß ist, stark ist, gutes Tempo hat, 5 Sterne Skills hat und unglaublich gute Schüsse hat, macht ihn für mich zum besten Stürmer dieses Jahr in FIFA 13 Ultimate Team. Ibra Bistovic. Je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Ein unglaublich guter Stürmer. Ich liebe ihn. Hammergeil. So, das waren meine Top 5 Stürmer. Wer sind eure Top 5? Schreibt das in die Kommentare bitte rein. Und bewertet das Video am besten natürlich positiv, wenn euch das Video gefallen hat. Das war's mit dieser Serie. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt doch auch in die Kommentare rein, wie euch diese gesamte Serie gefallen hat. Meine Top-Spieler dieses Jahr stehen fest. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sag ciao, bis zum nächsten Mal, euer Haxenbayer.